Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Train Simulator Classic. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, am Freitag ist eine neue Strecke rausgekommen. Und zwar die wunderschöne Ringbahn Berlin in Klammern 8 Neuntel von Virtual Tracks in Zusammenarbeit mit Train Team Berlin mit der wunderschönen Baureihe 484. Und die ist am Freitag rausgekommen für 29,95 €. Da könnt ihr bis jetzt ein 8 Neuntel der Strecke schon abfahren. Ihr könnt natürlich aber auch die gesamte Ringbahn schon abfahren. Nur habt ihr halt bei dem restlichen Abschnitt, der noch fehlt, halt keine Gestaltung oder die Signalisierung fehlt. Aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Denn vor Weihnachten, laut Handbuch, soll ja dann auch die finale Version rauskommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von der 8.9. Version, die wir jetzt aktuell haben, sehr begeistert und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und wenn später die finale Version rauskommt, müsst ihr auch kein extra Geld bezahlen, sondern ihr bekommt ein gratis Update dazu. Ja, bevor ich aber richtig hier loslege, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken an die zwei neuen Mitgliedern. Und zwar einmal an Wings LP für die Mitgliedschaft VIP Bronze und einmal an den Axel Jensen für die Mitgliedschaft der VIP-Stufe Silber. Und da hoffe ich mal, dass Tippy Stream jetzt mir hier den Sound abspielt, aber irgendwie macht's nicht. Es tut mir leid, aber vielen herzlichen Dank für diesen krassen Support. Also da nochmal ein großes Dankeschön. So im Hintergrund schön zu hören, die Katzen. Wunderbar. Ja, ihr könnt das Add-on auf Virtual Tracks kaufen oder auf der Train Team Berlin Shop Seite für 29,95 €. Bei Virtual Tracks sieht man eine 33 € durchgestrichen. Ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich final 33 € kosten. Mal gucken. Aber auf jeden Fall lohnt sich das Ganze, weil ich bin persönlich begeistert. Und was jetzt Sound angeht, kann ich euch jetzt nicht zu 100% sagen, ob es real ist oder so. Ich war noch nie in so einem Fahrzeug und da halte ich mich lieber zurück. Ne? Ja, wir fahren heute übrigens ein Szenario, was mitgeliefert wird. Und zwar bekommt man in der 8.9. Version 3 Szenarien mitgeliefert. Zweimal für die 484 und einmal, wo man mit einer Ludmilla unterwegs ist für die Bauarbeiten. Und wir werden hier den zweiten Teil fahren, denn es gibt auch den ersten Teil, der würde allerdings abends um 21 Uhr stattfinden. Wir fahren aber direkt den zweiten Teil, der findet frühest um 9 Uhr statt. Und da gibt es auch noch eine kleine Info für diejenigen, die dasselbe Problem haben wie ich. Und zwar, wenn man das Szenario startet, sagt der TS, das Szenario kann nicht gestartet werden, weil diese Eonos X052 Wagen fehlen. Die habt ihr alle, ne? Die hab auch ich, die haben wir alle. Das sind die Kuyu Güterwagen, das sind, glaube ich, die aus dem European Loco Pack, die man auch benötigt. Nur das Problem ist, der Pfad wurde hier falsch angegeben, beziehungsweise der Ordner von dem Szenarioentwickler, ja, ist falsch benannt, denn da gibt es nämlich einen Pfad, da steht unter anderem Rail Vehicles deaktiviert. Dieses deaktiviert ist falsch und das ist der Auslöser, warum das Szenario nicht laden tut. Ihr könnt es natürlich auch mit Steuerung Q oder F2 überspringen, die Fehlermeldung. Das sind sowieso, glaube ich, nur abgestellte Güterwagen. Ansonsten könnt ihr das Ganze auch einfach bei LocoSwap umändern. Einfach denselben Pfad auswählen mit Asset Kuyu Rail Simulator Rail Vehicle. Ja, nur dass da halt nicht deaktiviert ist und dann Freit und dann Eanos und dann könnt ihr die Wagen auch auswählen. Also die habt ihr alle. Da ist nur ein kleiner, ja, Schreibfehler drin, sagen wir es mal so. Und dann könnt ihr auch richtig loslegen. Das ist eine Arbeit von unter einer Minute. Das sollte also locker machbar sein. Wow, Tippy Stream, guten Morgen. Dieses Tippy Stream, ne?
auf jeden Fall danke nochmal für den krassen Support. Ja, das wollte ich nur erwähnt haben, dass da eher so ein Schreibfehler ist, aber das Problem kann man schnell lösen und ist jetzt auch nicht so tragisch und deswegen werden wir auch in diesem Szenario auch die abgestellten Wagen sehen. So, okay, dann würde ich sagen, starten wir mal das Ganze. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ne? Auf jeden Fall Beschreibung Ringbahn Berlin, eine Stadtrundfahrt in 59 Minuten. Die werden wir natürlich nicht komplett abfahren, weil wie gesagt, es ist halt noch nicht komplett vorhanden. Und wir fahren von Berlin-Gesundbrunnen aus nach Landsberger Allee. Das ist quasi der gesamte Abschnitt, der verfügbar ist. Sonst ist hier alles fertig gebaut, was Gleise angeht. Also ihr könnt die komplette Ringbahn schon fahren, nur ist dann halt die Gestaltung nicht vorhanden, ne? Aber ansonsten ist alles da. Gut, die Signalisierung fehlt vielleicht, aber sonst alles top. So, wir fahren mit der schönen 484 auf der S41 der Ringlinie und wir rüsten erstmal unseren Fahrzeug auf. Zuerst einmal machen wir hier Batterie an. So, der Sound ist übrigens von Linus, wenn ich mich nicht täusche. Der hat auch ein schönes Video hochgeladen. Fand ich richtig mega. Und ja, dann machen wir als nächstes den Schlüssel rein. So, Instrumentenbeleuchtung ist ebenfalls an, sowie auch Fahrgastbeleuchtung. Ebenfalls automatisch an. Ihr könnt jetzt nicht selber einstellen, ob das Fahrgastlicht an ist oder ob die Instrumentenbeleuchtung an ist, das ist alles automatisch an. So, dann machen wir noch den Hauptschalter an. Öffnen noch die Türen. So, die können sie so öffnen. Manuell. Oder auch manuell schließen. Ja, ist auch gut für Szenarien, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wenn ich mich jetzt sehr gut auskenne, machen wir einfach von A nach B. Einfach, ne, und dann öffne ich die Türen so, ohne die Taste T zu drücken. Dann brauche ich nicht 35 Sekunden warten, ne. Aber wir müssen natürlich T drücken. Was der TS jetzt nicht annimmt, ist da nicht wahr. Ach, typisch Train Simulator. Ja, ist halt typisch TS manchmal. Okay, dann drauf geschissen. Wenn er nicht möchte, dann möchte er halt nicht. Vorhin ging es noch. So, Fahrtrichtung soll nach vorne. Dann lösen wir noch die Federspeicherbremse. So, ist gelöst. Hier haben wir noch ein Display für die Fahrgasttüren, denke ich mal, von außen. Aber hier ist halt no Video. Da hätte man vielleicht, ja, Fototexturen reinballern können, wie bei der U-Bahn. Hamburg, ne, hätte mich jetzt auch nicht gestört. Aber gut. Ja, und unsere ZZA. Ja, Harry, alles gut. Die ZZA, die... Er sieht eine Fliege, toll. Müssen wir selber einstellen mit der Taste 0. Also so wie bei einer VR-Lok zum Beispiel, wo man mit der Taste 0 die ZZA schildert. Man kann auch nicht zurückschildern, das heißt, wenn ihr eins zu weit seid, dann müsst ihr einfach weiter 0 drücken, dann fängt es irgendwann von vorne an. So, wir sind S41 Ring. Und Ansagen gibt es auch nicht, weil es gibt ja hier kein FIS. Wie bei der Taucherbrille hätten wir jetzt, wie bei der Taucherbrille einen FIS, dann hätten wir auch Ansagen. Ja, das ist... Das ist ein bisschen blöd. Ein bisschen schade. Weil wenn du zum Beispiel Szenarien baust, müsstest du quasi dann selber Trigger setzen, wo dann, denke ich mal, die Ansagen abgespielt werden. Nicht so wie bei der Taucherbrille. Da gibst du einfach die FIS-Daten ein und dann werden die auch abgespielt. Weil es gibt ja auch Trigger. Die lösen auch aus für die Taucherbrille. Dann habt ihr auch Ansagen automatisch. Aber bei dem hier müsst ihr dann alles selber setzen. So, jetzt kommen auch die Türen öffnen. Sehr schön. Danke, TS. Und ja. Dieses Dit-Dit kennen wir ja auch schon aus dem ICE4. Da habe ich von Currywurst erfahren. Schöne Grüße an Currywurst. Dass das vorgeschrieben ist. Dieses Dit-Dit.
dass es so sein muss für die Blinden. Ja. Aber auch dieses Türenwarnpiepen, wie zum Beispiel bei uns bei Abilio, dieses oder halt beim ICE4. Ja, ne? Da vermisst man doch eher den alten schönen Berlin-Sound. Türschließ-Sound, Mensch. Mit ne? Ach, Harry, was machst du denn hier? Gottes Willen. Ich frage mich gerade wirklich. Moment. So. Sorry. Wenn Harry am Mikrofon spielt, furchtbar. Warum ist hier so eine Trittstufe ausgefahren und da nicht? Ja, das verstehe ich nicht. Ne? Egal. Die Türen könnt ihr auch mit der Taste Ü schließen. Aber warum ist da eine Trittstufe rausgefahren und da nicht? Und ihr könnt sie übrigens mit P für die linke Seite wieder öffnen. Ja, und das Einzige, was auch auffällt, wenn wir so schließen, wollen sie jetzt nicht schließen, weil der TS jetzt mit 35 Sekunden ankommt. Ach Mann, da wollte ich gerade zeigen, dass das nicht so ganz synchron ist. Ne? Aber gut. Ja, ansonsten gefällt mir das Ding, muss ich echt sagen. Ist schon sehr sympathisch. Jetzt müssen wir halt nur noch mal kurz abwarten und dann können wir endlich los. Jetzt. Es klingt halt nicht synchron. Es sieht ein bisschen komisch aus. Aber gut. So, wir fahren heute ohne Tempomat. Soweit ist alles aufgerüstet und ich würde sagen, fahren wir mal los. Natürlich ohne Ansagen heute. Heute werde ich die Ansagen persönlich selber sprechen. Das kann nur eine Katastrophe werden. Ja, die Siva ist auch am Start. Ist jetzt keine Zeit, Siva, wo jetzt alle 35 oder 30 Sekunden die Siva kommt. Sie kommt öfters. Also nichts mit 30 Sekunden warten und dann kommt die Siva wieder. Nö, sie kommt einfach öfters. Auch wenn man über ein spezielles Signal drüber fährt, dann kommt die Siva. Ja, Berlin hat halt ihr eigenes Siva-System anscheinend. Wusste ich vorher auch nicht, ne? Man lernt immer was Neues dazu. So. Ich weiß gar nicht, kann man den Tempomat eigentlich während der Fahrt auch aktivieren? Nö. Ist auch egal. Wir fahren jetzt einfach ohne. So. Okay, ich hoffe, die Lautstärke ist okay. Das Fahrzeug ist ein bisschen leise. Aber gut, das haben auch, glaube ich, einige bemängelt im Forum, wie ich es gesehen habe. Servus, 185 mit ein paar Kesselwagen. Ja, und die Siva sieht man übrigens auch hier aufleuchten, hier unten. Ne? Also wenn sie leuchtet, dauert es nicht lange, bis sie sagt, Siva, Siva. Ne? Gut. Nächster Halt, Wedding. Siva. Ausstieg links. Exit to the left. Genau. Extra vorbereitet, wenn wir schon keine Ansagen haben. So. Haben halt erwarten. Langsamfahrt halt erwarten. Fahrt erwarten. Mit 70 Ankündiger. Schön. Ja, Fahrplan kann man sonst nicht einhalten, wenn man immer T drücken muss. Also, ja, ist halt typisch für den Simulator, ne? Man kennt's. Kommt der Kollege reingefahren. S1 nach Oranienburg.
Es ist so ungewohnt mit diesen Türpiepen hier in Berlin. Weil man ist einfach dieses Dü-dü-dü gewöhnt, ne? Und nicht sowas. dieses Dü-dü-dü ist halt das Bekannte aus Berlin, ne? Schade, dass das bei solchen Fahrzeugen nicht als Ton umgesetzt worden ist. Ich meine, hätte man das nicht umsetzen können? Ich weiß es nicht. Es wäre aber cool gewesen. Naja. Aber sonst vom Fahrzeug her gefällt es mir. Lässt sich gut fahren. Kannst du echt nicht meckern. Und ja, das Addon lohnt sich. Auch wenn erstmal nur ein 8/9 draußen ist, es lohnt sich. Es macht Spaß. Muss man ehrlich sagen. Ja, und da geht einen großen Dank an Virtual Tracks raus für diese wunderschöne Arbeit. Ebenfalls auch an Train Team Berlin für dieses wunderschöne Fahrzeug. Oh, ein ICE1. Ja, servus. Weiß gar nicht, ob wir überhaupt pünktlich sind. Ja, das Tolle an dem Fahrzeug ist übrigens auch, wir dürfen sogar 100 fahren. Das schafft ja die, dafür die Taucherbrille nicht, ne? Das war ja wieder so ein Ding. So. Nächster Halt, Westhafen. Ausstieg links. Exit to the left. Habt ihr jetzt nicht gesehen, okay? Habt ihr jetzt nicht gesehen? Ja, man muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen mit den Bremsen. Ich glaube, da stehen die abgestellten Güterwagen, die fehlten. Und ich habe übrigens das, ja, das neueste AP-Wetterpack hier mit eingefügt. Auch dieses Wolkenwetterpack mit den unverschämten fast 30 Euro. Für ein bisschen Himmeltextur, ne? Aber gut. Was soll's. Ah, verdammt. Ah, ich bin doof. Natürlich wird's hier rausgefahren. Das ist ja hier der Einstieg für die Rollstuhlfahrer, ne? Das ist ja für die Rollstuhlfahrer. Deswegen fährt hier die Rampe mit raus. Ja, dann habe ich nichts gesagt, ne? So, dann haben wir hier ein BVV-Logo, das soll natürlich VBB heißen. Ja, VBB, ne? Verkehrsbund, Verkehr Berlin-Brandenburg, glaube. Auf jeden Fall haben sie die Lizenzen nicht. Wie es ausschaut, aber gut. Ja, Türanimation. Wie man es auch zur Taucherbrille kennt, hat man ja auch nicht. Das heißt, wenn ihr hier drinne sitzt, dann seht ihr halt nicht, dass die Türen offen sind. Ja, dann haben wir hier noch eine Textur. Herzlich willkommen bei der S-Bahn Berlin. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Ja. Ja, ansonsten sieht es schon schnucklig aus hier, ne? Gut, dass es hier grün leuchtet, sollte glaube ich eher nicht sein, weil wenn es grün leuchtet, ist es eher... Bedeutet doch eher, dass die Türen freigegeben sind, dass man die öffnen kann, aber gut. Egal. Nächster Halt. Beuselstraße. Ausstieg links. Exit to the left. Auch wenn ich die Ansagen nicht perfekt nachsprechen kann. Immerhin kommen welche. Für die Fahrgäste mal, ne? Froh drüber sein. So.
Wir werden natürlich auch irgendwann, wenn ich wieder streame, mal einen schönen großen Berlin-Abend machen. Da werden wir unter anderem auch die S25 fahren. Und mit der Ringbahn hier, habe ich euch schon mal versprochen, dass wir da mal so einen schönen großen Berlin-Abend machen. Ne? Was mir aber bis jetzt noch nicht so ganz gefiel, ich hatte eine ganz kurze Abendfahrt gemacht gegen 21.30 Uhr im Herbst, da ist ja schon dunkel draußen. Das Fernlicht, das sah irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, ob es in der Realität auch so ist, aber es sah irgendwie, ja, komisch aus, ne? Ja. Sieht man übrigens auch nicht, dass die Tür offen ist, ne? Aber gut. Ah, da haben wir die Cola-Dose. Die soll ja auch irgendwann mit rauskommen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Die hat bestimmt einen Fiss. Da freue ich mich schon mega drauf. Die bin ich gerne im Microsoft Train Simulator gefahren. Und ich freue mich sowas von, wenn die draußen ist. Das ist auch eine meiner Lieblingsfahrzeuge, muss ich ehrlich sagen. So, gut. Ich werde erstmal die Klappe halten und ihr könnt jetzt erstmal den Sound genießen. Also, wir hören uns, denke ich mal, in Westkreuz wieder. Okay? Also, genießt den Sound. Genießt die Ansagen von meiner Qualität. Und ich halte jetzt die Gusch. Nächster Halt, Jungfernheide. Ausstieg links. Exit to the left. Sie fahren.
Nächster Halt, Westend. Ausstieg links. Exit to the left. Sifa. Sifa. Nächster Halt, Messe Nord. Ausstieg links. Exit to the left. Sifa.
Nächster Halt, Westkreuz. Ausstieg links. Exit to the left. So, Westkreuz, da sind wir. Und da ist meine Stimme wieder. Ja, es macht schon richtig Bock, ne? Das muss man wirklich sagen. Also, echt klasse gemacht. Also, kannst du echt nicht meckern. Also, wenn sowas ein TSW geben würde, alter Falter. Ja. Nee, schon klasse gemacht. Kannst du echt nicht meckern, ne? Das ist schon geil. Muss man wirklich sagen. Wir haben übrigens auch zwei verschiedene SIFA-Pedale, also SIFA-Versionen, die wir bestätigen können. Wie bei der Taucherbrille, einmal mit der Leertaste am Fahrpult und einmal mit Shift-Leertaste das Fußpedal, was irgendwie geiler ist. So, Türen schließen. Ebenfalls habe ich auch nochmal umgeschüttet in S42-Ring, da wir anscheinend die S42 fahren. Ja, statt die S41, wo ich zuerst dachte. Wahrscheinlich ist die S41 gegen den Uhrzeigersinn. Ich weiß es nicht. Ach, so. Schnell gemütet, ich musste niesen. Ich hoffe, das hat man nicht mal mitbekommen. So, nächster Halt, Hallensee. Oder Hallensee. Ist das nicht da, wo man auch in Omsee auf X10 fährt? Ich weiß es nicht. Wird man ja sehen. So. Es sieht ein bisschen bewölkt aus, ne? Eieieiei. Vielleicht kommt heute noch was runter, man weiß es nicht. Nächster Halt, S-Bahnhof Hallensee. Ausstieg links. Exit to the left. So, hier haben wir noch ein paar Daten aufgenommen in Kilowattstunden, 130. Rückgespeist haben wir insgesamt 65 Kilowatt in Stunden und netto 64 Kilowatt in Stunden. Okay, kann man das bedienen? Nee. Schade. Schade, schade, schade. Jetzt wollte ich mal hier mal rausgucken. Ist das hier die Haltestelle, wo man noch nichts hinlang fährt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, Tür schließen. Haben noch einiges vor uns. 20 Kilometer. Gute halbe Stunde noch. So. 80. Oh, diese Shepper-Sounds sind geil. Die hören sich nice an. SIFA. Nächster Halt, Hohenzollern-Damm.
Ausstieg links. Exit to the left. SIFA. So. Jahre. Fernlicht können wir übrigens auch anschalten, ne? Aber das sieht so komisch bläulich aus. Und bei Nacht, also bei Dunkelheit, sah das richtig komisch aus. Da sah man eher nur die Stromschiene, also hier. Die Schiene hier. Statt das Gleis. Und wir haben auch zwei verschiedene Fernlichtstufen. Das ist Fernlichtstufe 1 und das ist Fernlichtstufe 2. Auch interessant. Könnte dann mit der H-Taste oder mit Shift-H hoch oder runter regeln. So, Türen schließen. Noch irgendwas gewesen? Nö, nö. Nö. Dann haben wir hier noch die Pultbeleuchtung. Auch sehr angenehm. Gefällt mir. Ja, da sprang auch gerade die SIFA wieder an. Ich denke mal wegen dem Signal. Ne? Weil bei Berlin ist die SIFA komplett anders. Hier nochmal die... Nee, das ist eine Freitaste. Ich dachte für die Pfeife. Egal. So, 100. Nächster Halt ist dann Heidelberger Platz. Nächster Halt Heidelberger Platz. Ausstieg links. Exit to the left. Kam wieder die SIFA, ey. Furchtbar. Eigentlich die Führerraumbeleuchtung. Ah. Mit Lichtflackern. Schön. Aber sehr hell, ne? Junge, ist das hell. Sehr heller als hier. Aber bei, naja. Naja, schade, dass man den Innenbereich nicht mit beleuchten kann. Schade eigentlich. Ach, Harry. Ach, was machst du denn hier? Ach, jetzt bespringt er mich hier auch noch. Super. So, okay. Türen schließen. Ja. Schade, dass man den Innenbereich nicht beleuchten kann. Manuell. Egal. Ist jetzt nicht so tragisch. So, Abfahrt. Hier haben wir das GSMR, das Funkgerät, ist beim Berlin. Ne? Frontscheibenheizung, sprechen, innen, außen, Lautsprecher, für die, ich denke mal für, ne, für die Sprechanlage. Was haben wir noch? Dann haben wir hier ein paar Anzeigedisplays. Die sind auch beleuchtet, aber haben keine Funktion. Okay. Naja. Egal. Was soll's. Nächster Halt. Bundesplatz. Ausstieg links.
Exit to the left. Genau. Das hier leuchtet auch. SIFA. Soll das überhaupt leuchten? Naja, egal. Ich weiß es nicht, ich bin kein Berliner Lokführer. Ich war noch nie. Ich war auch noch nie in so einem Führerstand. So. Gleich geht's Display wieder an. Ja, dieses wunderschöne Mikrofon, wo wir auch die Türen steuern können oder öffnen oder schließen können, das funktioniert übrigens auch nicht. Ja. Was haben wir dann noch so für Sichten eigentlich? So eine? Okay. Bestimmt wegen dem Schlüssel. Ne? Bei der Taucherbeule müssen wir erstmal den Schlüssel aus der Tasche holen. Kann man hier sonst noch was machen? Nö. Okay. Da können wir nicht viel einstellen. Dann haben wir noch diese Sicht. Kommt hier die Sonne durch oder was? Ein bisschen komisch aus. Batteriespannung, Fahrspannung. Ich mach mal die Türen zu. Stromabnehmer. Ja, den können wir auch nicht selber bedienen. Also ihr braucht wirklich nur Batterieanschlüsse rein, Hauptschalter ein und das war's. Das war schon. Aber sonst, ja. Also bei der Taucherbrille hast du mehr Einstellungsmöglichkeiten, finde ich. Viel mehr. Aber gut. Dann ist es halt so, ne? SIFA. So. Gut, dann würde ich sagen, halte ich mal wieder meine Klappe und wir fahren ein paar Ründchen ohne meine Stimme. Und ihr könnt die Fahrt weiterhin genießen. Beziehungsweise den Sound. Nicht, dass ich euch hier voll labere. Und dann hören wir uns nachher wieder. Nächster Halt. Innsbrucker Platz. Innsbrucker Platz. Ausstieg links. Exit to the left. Nächster Halt, Schöneberg Ringbahn. Ausstieg links. Exit to the left. SIFA.
Nächste Halt, Berlin-Südkreuz. Sie haben Anschlussmöglichkeiten zu den anderen S-Bahn-Linien sowie zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn sowie auch ja, zur ODEC oder auch Anschluss zum Fernverkehr. Ausstieg links. Exit to the left. Südkreuz, ne? Mit einer animierten Rolltreppe sogar. Hm, sympathisch. Whee! Ja, wer kennt's nicht, ne? Berlin Südkreuz. Aber irgendwie wenig KI-Verkehr, finde ich. Ne? Wenig KI-Verkehr. Geht zu den Fernzügen. Okay. Hier auch Fernzüge. Coole Sache auf jeden Fall. Sieht schön aus. Kannst du nicht meckern. Reiselektüre. Da haben wir noch einen Imbiss. Schöne Bahnhofs. Bahnhofzuganzeige. Dann haben wir hier auch zu den Fernzügen. Da ist ja nicht komplett Fernzüge. Elsterwerda. Na, wobei. Ist eigentlich zu Nahverkehrszügen. Na gut, das ist hier für die S-Bahn. Bitte Abstand halten. Naja. Das ist wohl noch die Corona-Zeit. Miese Zeit. Und dann geht's hier runter. Tolle Klamotten. Willis Bierquelle. Fahrkarten. Berliner Currywurst. Grüße gern raus. Zeitungen und Zeitschriften. Toiletten. Drogerie. Da haben wir einen Fahrstuhl. Der außer Betrieb ist anscheinend. Was haben wir hier draußen? Nicht. Okay. Aber sieht schon ordentlich aus, ne? Gefällt mir. Aber irgendwie, weiß ich nicht, so leer. Sieht irgendwie so leer aus. Keine Ahnung. City Markt. Jans Frittenbude. Kaugummi. Aber schön, ne? Gefällt mir. So, Abfahrt. Und weiterhin Sound genießen. SIFA. Nächster Halt, Tempelhof.
Sifa. Ausstieg links. Exit to the left. Sifa. Irgendwie hört man immer, wenn man die Türen freigibt und die Tür öffnet und öffnen sich, dann hört man irgendwie so ein Schlüsselgeräusch, ne? Müsste mal in der nächsten Station genau hinhören. Da hört man irgendwie so ein Schlüssel. Okay, geht automatisch aus. Ich dachte jetzt schon, er läuft mit dem Sander. Nächster Halt, Hermannstraße. Ausstieg links. Exit to the left. Sifa. Also hier haben wir definitiv mal was Dreckiges an den Gleisen. Hier wurde Müll hinterlassen. Sehr viel Müll. Sympathisch. Aber auch nur hier, ne? Ich meine, es ist Berlin. Müsste eigentlich viele Stationen geben, wo Müll rumliegt, ne? Also denke ich. Also wo ich damals in Berlin war... Ja, ne? Das kann sich auch geändert haben, aber ich glaube nicht. Aber hier, Hermannstraße, ist anscheinend nur der Müllgebiet. Egal.
Auch wieder so eine Rolltreppe. Hermannstraße. Die Feuerwehr. Schön. Und da hinten steht die Ludmilla. Essen und Trinken, Drogerie, tolle Klamotten, Zeitungen, Zeitschriften, Willis Bierquelle. Ja. Gut, richtige Lizenzen der ganzen Supermärkte und so gibt's hier eh nicht, ne? Ich denke mal, wahrscheinlich extra gemacht worden, damit das später auf Steam auch rauskommt. Irgendwas war ja mal gewesen. Glaube. Das war auch, glaube ich, beim Brennitzer Linien schon auch so. Ich weiß nicht, ob es die mittlerweile auf Steam gibt. Aber da müssen ja auch die ganzen Lizenzen entfernt werden, bevor es auf Steam rauskommen kann. Das ist halt der Nachteil. Wobei so ein scheiß Sebas-Spiel, ja. Da können 1000 Lizenzen verwendet werden. Saturn-Werbung, Edeka, alles. Ja, aber im Schwänen-Simulator nicht. Das verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich nicht. Nächster Halt, Neukölln. Ausstieg links. Da verstehe ich schon wieder den Scheißsinn nicht, warum so ein bescheuertes Sebas-Spiel Dutzend Lizenzen nutzen kann, ja, mit Edeka, Mediamarkt und schieß mich tot. Die haben da gar keinen gefragt. Safe. Ja, die haben es einfach hingeballert, weil es da auch ist. Aber wieso geht das nicht auch im Train-Simulator? Verstehe ich nicht. Warum kann das einfach hier auch... Wieso geht das hier nicht? Na? Warum geht das nicht? Das verstehe ich nicht. Das ist genauso wie mit diesem VBB-Logo. Ist ja auch nicht vorhanden, ne? Das verstehe ich halt nicht. Das ist irgendwie... Finde ich das ungerecht. Warum so ein blödes Spiel Lizenzen nutzen darf und hier geht gar nichts. Verstehe ich nicht. Ja, hier ist noch ein Signalfehler. Also laut dem Signal dürften wir jetzt nur noch 0 km/h fahren. Ist natürlich falsch. Aber gut. Ja. Ach ja, das ist auch noch ein bisschen falsch. Aber egal. Ist halt nicht die finale Version, ne? Und ich denke mal, alle Fehler, die jetzt auftauchen, die werden dann sowieso mitgefixt in der finalen Version. Aber schön, dass wir hier noch Formsignale haben. Mal was Gutes in Berlin, ne? Schöne Formsignale. Sieht man auch nur noch sehr selten. Berliner Currywurst, Neuköllner Tor. Ja. Okay. Gepixelte Werbung. Okay. Ja, warum nicht, ne? Gott. Auf zur Sonnenallee. Nächster Halt, Sonnenallee. Ausstieg links. Exit to the left. Thank you.
Nächster Halt, Trap Tower Park. Ausstieg links. Exit to the left. Nächster Halt, Berlin-Ostkreuz. Ausstieg links. Exit to the left. So, Berlin-Ostkreuz. Auch ein sehr schöner Bahnhof, muss man wirklich mal sagen. Also, sieht schon nice aus. Mal gucken, was hier so ist. Nicht los auf jeden Fall. Ja. Ah, wir fahren... Wir fahren ja gar nicht die Uhrzeigersinnringlinie, merke ich gerade, wie von die entgegengesetzte Uhrzeige, den entgegengesetzten Uhrzeigersinn, Uhrzeigersinnringlinie. Ah, RE1, Magdeburg Hauptbahnhof. Oh, schön.
Ja, ich würde sagen, ich gehe mal hier runter und fahre mit dem Zug nach Magdeburg. Hätte dann auch die Odeck. Und hier fährt die S41-Ringlinie, die im Uhrzeigersinn ist. Ja. Genau. Ja, ein bisschen lost bin ich noch in Berlin, ne? Aber nur ein bisschen. Hier haben wir auf jeden Fall das Foto vom Routenbild Ostkreuz. Ja. Auf jeden Fall sehr schön gemacht. Kannst du echt nicht meckern. So, gut. Fahren wir mal weiter hier. Nächster Halt, Frankfurter Allee. Weiter geht's. Sifa. Nächster Halt, Frankfurter Allee. Ausstieg links. Exit to the left. Aber eins ist mir aufgefallen gerade, das habe ich jetzt erst bemerkt, wenn ich anfange zu bremsen, dann ist die Hauptluftleitung, also der gelbe Nadel, der ist noch bei 5 Bar, obwohl ich mit der Kombibremse schon mal abgebremst habe. Normalerweise müsste er ja unter 5 Bar gehen, oder? Normalerweise. Oder bin ich jetzt lost? Wenn ich jetzt abbremse. Ah, jetzt bremst er. Müssen wir mal beim Fahren beobachten. Wenn ich gleich mal die Bremse anlege. Weil ich meine, der blieb auf 5 Bar. Da. Jetzt geht er nicht mehr. Das ist noch ein bisschen verbuggt, ne? Also so ganz will er nicht. Naja, mal gucken. Sifa. Nächster Halt. Storkower Straße. Halt eine Straße mit S.
Ausstieg links. Exit to the left. SIFA. Mein Mikrofon. Ah, hier haben wir Schutzstrecke. Und warum? Wegen der Brücke. Ich glaube, da habe ich damals sogar auf Facebook oder war das auf YouTube ein Video gesehen, wo jemand hier lang gefahren ist. Ich glaube, den Abschnitt kenne ich hier. Ist hier nämlich Schutzstrecke aufgrund der Brückenhöhe. Ne? Also denke ich mal, dass es der Abschnitt war hier. Es ging nämlich damals um ein Video. Da ist auch jemand um die Kurve gefahren und da war dann hier Schutzstrecke. Und da musste dann... Nee, das ist es doch nicht. Bei... Das ist doch Hauptschalterabschaltung hier. Nö. Oberleitung runter. Würde schon sagen. Ankündigung Oberleitung. Aber ich meine, das war das Video, wo es hier war. Da musst du den Panto runter machen. Wegen der Brückenhöhe. Könnt ihr ja gerne in den Kommentaren schreiben. Übrigens, wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch über Kommentare, wie euch das Addon bis jetzt so gefällt und ob ihr es euch gekauft habt oder nicht gekauft habt. Und ja, würde mich wirklich sehr interessieren. Weiter geht's Richtung Landsberger Allee. Unser letzter Halt. Nächster Halt. Landsberger Allee. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, aufgrund von Bauarbeiten endet die Ringbahn außerplanmäßig in Landsberger Allee. In Landsberger Allee findet ein Schienenersatzverkehr statt nach Berlin-Gesundbrunn. Wir bitten, für diese Unangenehmigkeiten zu entschuldigen. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Dieser Zug verkehrt zurück als S41 nach Gesundbrunn. Ausstieg links. Wie gesagt, nächster Halt, Landsberger Allee. Ausstieg links. Exit. Unsere Zugfahrt endet dort. Toll, das mache ich ja nochmal besser. Ausstieg links. Exit to the left. Unsere Zugfahrt endet dort. Fahrgäste, bitte alle aussteigen. So, da sind wir auch schon. Hier endet die Strecke. Ne? Ab hier geht's nicht weiter. Aber ihr könnt natürlich trotzdem weiterfahren. Ne? Ihr könnt auch ohne Probleme Aufgaben erstellen. Das ist auch kein Problem. Nur ihr fahrt dann halt ja, im einen Abschnitt weiter, wo halt nichts ist. Ne? Signale sind ein paar da, ja. Man kann durchfahren, ja. Aber es ist halt nichts da, ne? Und da hinten irgendwo geht es dann weiter, ne? Also da hinten. Ab da drüben. Ne? Also hier quasi um die Kurve rum. Und da drüben geht's weiter. Ab da ist dann wieder was zu sehen. Ne? Können wir mal hier zeigen. Hier stehen wir. Ne? Hier ist Gesundbrunn. Also es ist nicht weit. Ne? Also quasi nur dieser Abschnitt fehlt hier. Und sonst ist alles vorhanden.
Ne? Genau. Gut, dann lassen wir mal die Fahrgäste aussteigen. Übrigens, die Stationsansagen hier, das hier oder das. Ausstieg rechts. Exit to the right. Habe ich mal ausnahmsweise aus YouTube von Simon. Grüße gehen raus. Ich hoffe, es ist okay für dich. Er hatte mal vor 2 Jahren ein Video veröffentlicht über die Ansagen. Hoffe, dass es okay für dich war oder ist, dass ich das mal verwendet habe. Als kleiner Satz, weil es ja keine Ansagen gibt. Und ja, schade, sie haben das Szenario nicht erfolgreich abgeschlossen. Was? Egal. Ne? Hier haben wir noch Schwimm- und Sprunghalle. Radfahrhalle. Und so weiter und so weiter. Ne? Und der TS beendet gerade das Szenario. Super. Ja, hier könnte man dann quasi Kopf machen und dann als S41 wieder zurückfahren Richtung Gesundbrunnen. Ja, ist halt nicht mehr viel, was fehlt. Ne? Das waren jetzt 31 Kilometer. Läuft. Ne? Aber ansonsten richtig toll gemacht. Ich freue mich drauf auf weitere Szenarien sowie auch auf die finale Version später. Und ja, mich würde sehr interessieren, was ihr so von diesem Add-on haltet und wie ihr das Fahrzeug findet. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich selber natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, ne? Gut. Ja, ansonsten kann ich das Add-on, wie gesagt, nur empfehlen. Es macht richtig Bock. Also, da lohnt es sich, das Geld auszugeben. Das ist schon klasse gemacht. Also kann man echt nicht meckern. Also da nochmal ein großes Dankeschön an Virtual Tracks und an Train Team Berlin für diese wunderschöne Arbeit. Und mal gucken, was die Zukunft so bringt und wie dann später die finale Version dann aussieht. Ja, das soll es auch von mir gewesen sein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier im Train Simulator oder bei einer anderen Simulation. Schön, dass du bis dahin hier zugeschaut hast. Und in diesem Sinne, macht's gut, euer Train Amusi TV. Tschüss!